Ha, achso, ich habe gar nicht mal so viel vor. So, genau. Wir haben ja eigentlich auch schon hier First Feudal haben wir schon mal gespielt. Das Ding ist, auf meinem Laptop wurde nicht die richtige Grafikkarte verwendet und deswegen, genau, war das halt ein bisschen scheiße. So, dann bauen wir jetzt erstmal hier so ein Square hin. Ja, komm. Genau, so funktioniert es doch schon viel besser. Open the Controls Tip. Wo ist der Controls Tip? Das ist das hier. Das hier. Genau, mit WASD kann ich mich bewegen. Mit E interagiere ich mit Dingen und. So. So, das heißt, die hier brauchen jetzt irgendeine Berufung. Dann ist halt der hier jetzt Warrior. Und der ist jetzt Woodcutter. Genau. Also ich weiß nicht, ob ihr euch noch daran erinnert, wie wir beim letzten Mal First Feudal gespielt haben. Da ist auf jeden Fall alles ganz schlimm langsam gewesen. Ich habe ernsthaft... Das war unerträglich. Und jetzt haben wir tatsächlich mal ein bisschen was, was funktioniert. Das ist sehr gut. Genau, was ist unsere Aufgabe? Wir brauchen jetzt Joiners Workbench. Also Production vermutlich. Die Joiner Workbench. Dann bau das nochmal hier, bitte. Und irgendwer muss jetzt hier zum Dings werden. Was jagt er denn da überhaupt? Hier, komm, werd mal Builder. Dankeschön. So, genau, dann wirst du erstmal Woodcutter, bis wir genügend Holz haben. Wir werden auch so lange ein bisschen Holz hacken. Gott, braucht es Ewigkeiten. Was Fiedel? Ach so, hier, First Feudal. Ich weiß nicht, ob ich es wirklich als RTS bezeichnen will. Es ist eher so ein Rimworld mit einer Person. Irgendwie so hätte ich das jetzt gesagt. Ach. Habt ihr euch eigentlich viele Spiele im Steam Sale diesen Winter geholt? Ich habe ja vergleichsweise tatsächlich viele Sachen geholt. Also, ich glaube, 3, 4, 5 Spiele oder so. Normalerweise hole ich mir weniger Spiele. Cool, jetzt wie Holz. Ah, jetzt kann endlich hier mal. Du werd jetzt mal Bilder. Was so ein. Hä? Achso, ja, nowhere to sleep. Ja, mi.
Güte. Eigentlich nur eins, das andere war nicht im Sale und ein paar DLCs. Ich würde sagen... das ist eine gute Frage, ich weiß es gerade gar nicht. Was sagt denn der Steam Store dazu? Steht das noch nicht normalerweise da? Es wäre jetzt schon irgendwie schade, wenn das... Ja, hier, das steht auch. In 19 Stunden. 19 Stunden und 11 Minuten. Steht tatsächlich auf der Steam-Seite. Das heißt, falls ihr noch irgendwelche Sachen habt, die ihr kaufen wollt, die ihr empfehlen wollt auch, dann wäre das jetzt so. Genau, es ist zum Beispiel South Park, The Fractured But Whole ist zum Beispiel jetzt auch für 30 Euro da. Statt für 60. Und da überlege ich tatsächlich, ob ich es mir hole, aber eigentlich ist auch schon wieder viel Geld, das ich eigentlich gerade noch nicht habe. Das ist das Problem. Eigentlich sollte ich es nämlich für andere Dinge mir aufbewahren. Das ist das Unpraktische daran. Na gut, du, hey, warum... Okay, ja, dann wird halt Woodcutter, I don't care. No suitable tool. Das ist natürlich unpraktisch. Okay. Das ist natürlich sehr unpraktisch. Ich frage mich ja so ein bisschen, wofür dieser Square ist. Und hallo, Bison! Uhu. Schön, dass du da bist. Ach, CSGO. Ja, CSGO ist eigentlich ganz witzig. So. Können wir eigentlich auch mal wieder gemeinsam spielen, so. Ha, genau. Da habt ihr jetzt kurz den Übergang gesehen, weil einfach, ja, Geschwindigkeit beim Spiel erhöhen ist F3 und da ist halt auch mein Dings. So, und genau, hallo Bison, schön, dass du da bist. Frohes neues Jahr auch dir. Freue mich total, dass du da bist. Was denn? Der Autobahn-Police-Simulator, der ist doch total grandios, der ist sehr bekannt. Der ist so ein bisschen, ja. Ein bisschen seltsam, es wirkt so ein bisschen, als würden die Moon und nicht Man. Ach ja, ich glaube, ich würde es aber spielen, was einfach witzig kaputt ist. Mal schauen, ob ich das irgendwie in der Humble Bundle Library irgendwo rumliegen habe oder so. Research any science. Collecting stones, build a kitchen. So, jetzt ist die Frage, wie können wir was erforschen?
Vermutlich hierüber. Das können wir alles noch gar nicht forschen. Das ist dumm. Ach, buh. Das heißt, die müssen erst noch weiter an Holz arbeiten. Was? Ihr habt kein Werkzeug mehr. Was soll der so? Unfug. Ihr hattet doch alle Werkzeug. Habt ihr euer Werkzeug kaputt gemacht, ihr Idioten? Ah, das ist natürlich so typisch. Landwirtschaftssimulator. Was? Train Simulator 2008 ist 2009 veröffentlicht worden? Hä? Das macht halt irgendwie null Sinn. I need to sleep. Okay, dann gehe ich mal schlafen. Und wie lange muss ich jetzt schlafen? Ach so, so lange vermutlich wie Vigor. Ja, das ist ja dumm. Weil, was habt ihr denn mit euren scheiß Werkzeugen gemacht, ey, ihr Vollidioten? Die kaputt gemacht. Hier brauche ich 20, glaube ich. Also hat halt keiner mehr das Werkzeug dafür, ne? Super. Super. Könntest du bitte zuerst Bilder werden, das wäre total super. Und jetzt Artisan, bitte. Okay, gut, gut, gut. Achso, warte, shit, ich muss was essen. Da ging es kurz echt mit mir hart ab, bergab so. We are on the attack. Wer greift an? Und wo? Will ich gar nichts hören. Ist er da unten irgendwo? So, tot.
war jetzt halt Pech für den Kollegen. So, und dann bitte... Ich will von allem irgendwie immer 5 da haben. Das wäre total super Premium. So, hier auch 20, das ist auch mindestens immer 20. So, und du bist jetzt mal bitte Armorer, falls geht. Und dafür Wooden Sticks and Stones. So. Also können wir mal hier eine Küche planen. Nur hier, Küche. Das heißt, wir brauchen jetzt noch 10 Stein. Ja. Du da. Du kannst es noch nicht werden, weil dumm. Irgendwie passiert da noch nicht viel. Muss ich irgendwo anders her Stein holen? Drücken wir hier auf Mine. Okay, extract stones in mine all using a blunt instrument. For mine, the tool, the important characteristic is damage per meter. For mine, the important characteristics are strength and constitution. In a stone quarry, you can get only stone. In ordinary quarry, besides the stones, you can extract clay and all types of metal. Okay, das heißt, das, da kriege ich das nicht. Aber irgendwie anderswo. Ich muss jetzt Stein finden, was zur Hölle. So kleinere Steinvorkommen an so großen Festplatten. Und ich glaube, die finde ich hier nicht. Das heißt, das Bild war jetzt nicht so das, was uns die Wahrheit gesagt hat. I am hungry. Ja, das ist natürlich dumm. Das ist sehr dumm, weil wir haben jetzt nichts mehr zum Essen. Ist irgendwer Bilder? Genau, uns fehlen jetzt halt irgendwie Steine. Wenn wir jetzt halt irgendwie Stein herkriegen könnten, wäre das schon sehr Premium. Jo, schlaf gut dann, Husternfall, und viel Spaß noch bei Fortnite. Wünsche viel Erfolg. Also irgendwie hier kommt kein Geräusch. Und was auch nicht.
gefühlt hätte hier irgendwie Ton kommen sollen, dass ich hier tatsächlich gerade an Stein rumhacke. Aber irgendwie passiert hier nichts. Das macht mich misstrauisch. Na, komm, komm. Stamina aufbauen. Und irgendwie habe ich gerade Leben verloren. Ich weiß nicht warum. Aber ich sollte mal schlafen. Okay, wir müssen uns merken, aber dieser Ding hier war das. Und dann müssen wir jetzt halt schlafen hier. Ja. Und danach was essen. Und das Dumme ist halt, ich kann denen halt nicht sagen, hier sei Miner und lass ich es selber tun. Weil aus irgendwelchen Gründen muss ich zuerst abbauen oder so. Keine Ahnung. Ich muss zugeben, das ist ein bisschen schlecht gemacht. Ich weiß jetzt nicht warum oder ob ich jetzt irgendwas halt grob falsch mache. Das kann halt auch sein, ich mache irgendwas grob falsch. Aber das Ding ist halt, mir wird halt auch nicht gesagt, wie ich denn sonst an Stein rankomme. Ja, wir können das nochmal nachschauen. Okay, ich habe tatsächlich, ich müsste hier tatsächlich was bauen. Ah, okay, okay. Kann ich irgendwie das drehen? Dann baue ich es halt aber so. Gut, er baut das. Oh, 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 oh. Nein, wir haben kein Fleisch mehr. Okay, so, keine Stamina. Genau, und jetzt muss ich auch gleich wieder schlafen. Weil, ja, ne. So, und du hier. Das ist jetzt bitte Miner. Dankeschön. Und dann baust du das mal ab. Ich gehe so lange schlafen. Und dann geht's weiter. Gut, jetzt haben wir auch hier Dings bekommen. Was erforscht. Ja, unpraktisch. So, jetzt mal schnell hier wieder eine Kuh erledigen.
Irgendwie ist das halt immer direkt, das ist halt sehr praktisch. Ich sollte auch wieder was essen. Ah, verdammt, gerade ist das Ding fertig geworden. So, hier. Stamina. Oh nein, bist tot. So. Okay, so läuft also First Fuel ab, wenn wir es ein bisschen verkacken. Es ist halt tatsächlich so ein Spiel, da muss man lernen. Und auch auf seine Tutorials achten. Es kann natürlich sein, dass ich dafür so wenige geschaffen bin, weil ich immer so ein bisschen stur bin mit dem Lernen. Genau, von daher. Okay. Aber rein prinzipiell, so funktioniert das. So ist das Spiel. Falls ihr also auch nicht so der Typ ist, der so gerne irgendwie aufpasst, wenn es heißt so, wie funktioniert das Spiel, wäre das potenziell halt auch nichts dann für euch, das Spiel. Aber sonst. Ist eigentlich ganz cool. Hat so... könnte noch was draus werden. Hat also Potenzial, finde ich. Und genau.